Gymnasium und bin 16 Jahre alt. Ich bin auch Schülerin an einem Gymnasium und ich bin jetzt seit einem Jahr hier bei Cocaine Models. Das Fotoshooting war, als ich 12 Jahre alt war. Das war praktisch zum Weihnachten geschenkt und von meinen Eltern. Aber so richtig beruflich mache ich das erst seitdem ich bin. Also auf das Shooting vorbereitet habe ich mich nicht wirklich, nur halt ein bisschen probiert, wie man sich im Spiegel präsentieren kann, wie man verschiedene Mimiken ausprobieren kann. Mein erstes Bild, das ich auf Instagram gepostet habe, war auch von diesem Shooting, das ich gerade schon genannt habe. Und dadurch habe ich dann auch immer mehr Follower erreicht, indem ich immer mehr Bilder von diesem einen Shooting gepostet habe. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich ja vielseitig mich auf meiner Instagram-Seite präsentieren muss und deshalb nicht nur schlichte Sachen, sondern auch mal ein bisschen mehr High Fashion oder Sportmode, halt viele verschiedene Variationen. Ich persönlich liebe Sportsachen und Oversize-Hoodies, deshalb die dürfen niemals fehlen, aber Sportsachen habe ich eigentlich ja, im Übermaß in meinem Kleiderschrank. Also viele Leute würden mir halt nicht zutrauen, dass ich halt ja, also mich auch selbst verteidigen könnte. Aber ich denke, im Ernstfall würde das auch sehr gut funktionieren, da ich ja auch an Turnieren teilgenommen habe und schon öfters den ersten Platz erlangen habe. Und deshalb, aber unterschätzt werde ich da doch sehr oft, ja. Ja, also das Taekwondo hat mir schon sehr geholfen, auch zum Beispiel bei TikToks mich zu bewegen. Es hat dadurch auf jeden Fall sehr viel geholfen. Aber auch die Körperhaltung und Körperspannung zu halten, das, ja. Also ich habe durch die Schule momentan nicht sehr viel Freizeit, deshalb mein Haupthobby ist eigentlich der Instagram-Account immer noch, auch wenn es momentan schon beruflich wird, aber halt ja mit Freunden treffen, telefonieren, sowas halt. Mein Ziel für die Zukunft ist es, auf einer Fashion Week zu laufen, viele Shootings zu erlangen und auf jeden Fall auch viel zu reisen und dabei auch Jobs zu erlangen.